Ihr Auftritt unter Hannas Dusche ist ja nur ein erster kleiner Nadelstich. Lass Misstrauen so geweckt werden. Das ist mir sicherlich gelungen. Noch ein paar Aktionen dieser Art und das junge Glück bricht auseinander. Was soll das heißen? Willst du den Abi sausen lassen? Du hast es erfasst. Für einen Workshop. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Nein, im Gegenteil. Und außerdem habe ich vor, in New York zu bleiben. Als Tänzerin braucht man kein Abi. Was ist mit dir los? Ich hab euch so satt, und zwar alle. Franziska! Meine Eltern bekriegen sich und mein Freund betrügt mich. Das ist los! Franziska, beruhige dich doch! Beruhigen? Okay. Ich bin jetzt ganz ruhig. Und jetzt werde ich euch mal ganz ruhig was mitteilen. Ihr könnt mich alle meinen. Ich werde mit Alexa nach New York gehen. New York? Das machst du nicht wirklich. Franziska, was soll der Unsinn? Ich meine es verdammt ernst. Ja, und was mit deinem Abitur? Und wie stellst du dir deine Zukunft vor? Franziska, in ein paar Wochen ist Prüfung. Jetzt alles hinzuschmeißen, das wäre verrückt. Ihr habt echt keine Ahnung. Wieso? Ich hab die Zulassung nicht geschafft, okay? Das ist doch jetzt alles scheißegal. Franzi, du darfst nicht gehen, weil ich dich brauche. Das ist doch nicht egal. Warum hast du uns denn nichts gesagt? Wann denn? In der Atempause zwischen euren permanenten Streitereien. Franzi, bitte, ich will dich nicht verlieren. Franzi, Franziska. Franzi, bleib! Franziska, jetzt warte doch! Ich liebe dich doch. Was ist denn mit dir los? Du glaubst Ilman mehr als mir. Und ich frage mich, warum das so ist. Nein, ich frage mich nur, warum er dich anlügen sollte. Das ist mir ziemlich egal, warum er mir weismachen wollte, dass ihr eine Affäre habt. Fakt ist, er hat es versucht. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Da musst du irgendwas missverstanden haben. Siehst du, genau das meine ich. Dein Chef ist über alles erhaben. Kinder, jetzt streitet euch doch nicht. Keine Sorge, ich bin schon weg. Ich brauche die Kreditkarte aber spätestens bis morgen. Ja, nach New York. Ja, nur so viel, wie meine Eltern mir zahlen, das wissen Sie doch. Geht das nicht schneller? Ach echt? Ja, danke für die Auskunft. Ist das deine oder meine? Deine. Ich müsste mal kurz ins Internet wegen der Kreditkarte. Kann ich deinen Laptop benutzen? Seit wann fragst du? Du machst das sonst auch, was du willst. Tom, bei dem Workshop, da kann ich Kontakte zu Leuten knüpfen, die Tänzer ausbilden oder welche suchen. Wenn irgendwas schief geht, stehst du mit leeren Händen da. Ohne Ausbildung, ohne Job, Alexa. Ja, dann kann ich immer noch mein Abi nachmachen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Weißt du was? Beschwer dich doch bei Felix. Ohne den hätte ich jetzt einen Ausbildungsplatz. Du siehst aus, wie ich mich fühle, Mann. Franzi geht. Und das alles nur, weil dein Freund eine andere geküsst hat? Ja, dass du zu Anja, jetzt war mir klar. Lass uns doch eine Woche nach Südfrankreich gehen. Kapiert doch endlich. Ich will keine Ferien machen, ich will neu anfangen. Ich werde in Amerika meine Schule zu Ende bringen. Und ich werde als Model arbeiten. Ohne Ausbildung, ohne Erfahrung und ohne Agentur? Opa Richard hat sich schon für mich umgehört. Ach, Opa Richard. Alexa braucht mich. Du könntest sie doch 2-3 Wochen begleiten und dann kommst du zurück und wir sehen weiter. Und das mit der Schule, das regeln wir schon. Ja, und wegen Andi, da finden wir auch einen Weg. Ihr kriegt doch nicht mal euer eigenes Leben auf die Reihe. Altkleidersammel. Das auch. Der Glücksstern von Felix. Ich
Ich muss unbedingt ausmisten, bevor ich fliege. Hat dir verdammt wehgetan. Es kann dir doch egal sein. Du willst ja eh nicht, dass ich fliege. Ich möchte nur nicht, dass du deine berufliche Zukunft aufs Spiel setzt. Fürs Tanzen braucht man kein Abi. Und jetzt lass mich weiterpacken. Lass uns bitte nochmal über alles reden. Nicht, wenn du mich weiter umstimmen willst. Setz dich. Vielleicht fällt es dir bestimmt nicht, alles zurückzulassen. Natürlich nicht. Ich muss einfach weg. Es ist zu viel Mist passiert. Ich will nicht jeden Tag daran erinnert werden. Felix wollte dich bestimmt nicht absichtlich verletzen. Ich habe nie gedacht, dass er mir so wehtun kann. Und deswegen will ich ihn nie wiedersehen, auch nicht zufällig. Klar, er würde dir ständig über den Weg laufen. Hat unsere Beziehung kaputt gemacht. Und ich will nicht noch zulassen, dass er meinen Traum zerstört. Und wenn der sich nur in New York verwirklichen lässt, dann ist es halt so. Hey, was denkst du denn von mir? Glaubst du im Ernst, ich würde dich ohne meinen Segen nach New York gehen lassen? Du bist der beste Bruder, den es gibt. Warum sind eigentlich alle Klamotten, die mir gefallen, immer so verdammt teuer? Sie ist positiv. Kein Geld, keine Klamotten, keine Tüten, die wir schleppen müssen. Eine Cola hätte ich gern. Zwei. Ich komme sofort. Ey, wenn du jetzt zu ihm hingehst, dann... Hi. Das mit Franziska tut mir wirklich verdammt leid für dich. Mir auch. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Franzi ist total sauer auf mich. Mit mir hat sie ja nur Schluss gemacht. Vielleicht kann ich ihr es ja irgendwie... Franzi zieht nach New York. Das nur wegen dem einen Kuss. Ja, genau. Ein lächerlicher Kuss im Suff. Alles ist aus. Zu diesen Konditionen? Ausgeschlossen, nicht mal, wenn die jede Kaffeebohne einzeln verpacken. Der Rabatt, den die Firma uns einräumt, ist dafür ausgesprochen großzügig. Oh, Entschuldigung, das muss ich überlesen haben. Sie sind nicht recht bei der Sache, nicht wahr? Und Sie machen ehrlich gesagt einen ziemlich unglücklichen Eindruck auf mich. Herr Ehlmann, als Lars Sie unter meiner Dusche gesehen hat, gab es da irgendetwas, das ich wissen müsste? Ich verstehe nicht ganz. Ja, irgendeine unbedachte Äußerung oder ein Missverständnis. Also, was ich genau gesagt habe, weiß ich natürlich nicht mehr. Schließlich war ich ziemlich überrascht, Ihren Freund zu sehen und er mich. Lars meinte, Sie hätten sich, ja, ertappt gefühlt. Ehrlich gesagt kann ich solch ein Misstrauen nicht nachvollziehen. Wenn Ihr Freund Sie wirklich liebt, dann sollte er Ihnen vertrauen. Blind vertrauen. Ja. Sekunde! Ich hab's geschafft. Okay, mein Opa hat's möglich gemacht. Toll. Wenn du mir jetzt noch verrätst, worum es geht. Wir beide sitzen nebeneinander. Nebeneinander? Wo? Im Flugzeug. Ach so, du bist jetzt übrigens auch First Class gebucht. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Du weißt doch bisher nicht gerade, dass ich mitkomme. Ich versteh's noch nicht. Du kommst mit mir nach New York. Ja, du hast es erfasst. Ich muss hier unbedingt raus. Je eher, desto besser. Das... Ich fasse es nicht! Oh Mann! Oh je, wie lange willst du bleiben? Oh, keine Ahnung, für Monate, Jahre, immer. Je nachdem, wie es da so läuft. Ich freue mich. Ich mich auch. Aber warte, was willst du da machen? Also pass auf. Während du deinen Tanzworkshop machst, stelle ich mich bei ein paar Modelagenturen vor. Mein Opa unterstützt mich dabei. Und ich will auf jeden Fall meine Schule fertig machen. Und was sagen deine Eltern dazu? Die lassen dich doch nicht freiwillig gehen, oder? Ich bin 18. Und außerdem müssen die nach dem ganzen Stress nicht auf einmal die Fürsorglichen spielen. Alexa, wenn wir zusammen in New York sind, dann müssen wir eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Egal, was passiert, wir erwähnen nie wieder Felix oder Andi. Meinst du, es klappt? Ja. Wir brauchen die beiden nicht. Du hast mich und ich hab dich. Abgemacht. Und draufgespuckt. Oh Mann.
Also wenn du mich fragst. Ja, bin ich ein Idiot, ich weiß. Hanna würde nie auf Ilmans Werben eingehen. Aber das bezweifle ich doch auch gar nicht. Und dass Ilman privates Interesse an ihr hat, das wissen wir beide, aber Hanna nimmt es doch gar nicht ernst. Aber genau das ist ja das Problem. Sonst würde sie mir doch glauben, dass dieser Ilman bewusst mir einreden wollte, dass die beiden eine Affäre haben. Sag mal, kann es sein, dass du eifersüchtig bist? So ein toller Typ ist das auch wieder nicht. Das beste Mittel gegen Eifersucht ist, sie erst gar nicht aufkommen zu lassen. Oder deine Beziehung endet, bevor sie richtig angefangen hat. Was ist damit? Soll das auch mit? Das Teil stammt aus New York. Also nicht. Bestimmt gibt's da noch viel cooler. Das glaube ich auch. Außerdem ist der Koffer eh voll. Danke, Christian, für alles. Klar. Ich fliege. Versuch also nicht, mich umzustimmen. Hast du genug Koffer? Ja. Alles kann ich nicht aufheben. Franziska, dein Vater und ich, wir haben immer versucht, dir gute Eltern zu sein. Warum konntet ihr euch nicht einfach wieder vertragen? Vielleicht aus demselben Grund, warum du nach New York gehst. Wenn irgendwas schief geht, du hast hier immer ein Zuhause. Einen Anruf und ich hol dich ab. Mama. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du eine gute Mutter bist. Und ich habe dich lieb. Ich dich auch. Mama, ich... Jetzt hör mir doch bitte mal zu. New York ist genauso gefährlich wie Paris, London oder Castrop-Rauxel. Und außerdem ist sie doch nicht allein. Mama. Mama, da kommt gerade ein Anruf auf der anderen Leitung. Ich rufe dich nachher zurück. Ja, bis dann. Tschüss. Sie war nicht begeistert. Nachdem sie die Sprache wiedergefunden hat, wollte sie sich eigentlich ins Auto setzen und herkommen. Super, dann nehme ich mir ein Hotel am Flughafen. Ist nicht nötig. Ich konnte sie noch mal davon abhalten. Aber um ein paar Telefonate wirst du nicht drum rumkommen. Das schaffe ich schon. Hoffentlich klappt das mit der Praxisvertretung morgen. Du, ich frage einfach Franzi, ob sie mich abholt. Oder ich nehme einfach ein Taxi. Das kommt gar nicht in Frage. Hi, komm hier. Man muss dein Kram ausgerechnet hier rumstehen. Riesengroße Bitte, könntest du morgen Vormittag meine Patienten übernehmen? Dann siehst du mal, wie das ist, wenn die Sachen kreuz und quer durch die Wohnung fliegen. Klar, ich bin immer der Arsch, ne? Wenn ich da an Jana denke, gebe ich dir sogar recht. Du kannst mich mal. Du mich auch. Bis dann, tschüss. So, das mit der Praxisvertretung geht klar. Schön. Und Süße schon aufgeregt? Ja. Was soll ich bloß machen, wenn du weg bist? Dann muss ich mir ein neues Opfer suchen für meine blöden Ratschläge und Ermahnungen. Nimm Andi. Bin ich lebensmüde. Oh Gott, du wirst mir so schrecklich fehlen. Du mir auch. Schuldig? In allen Punkten. Bei mir kommst du nur mit Bewährung davon. Komm rein. Charlie glaubt übrigens auch, dass dieser Ilman nicht nur beruflich an dir interessiert ist. Du, wenn der aufdringlich wird, dann werde ich ihm seine Grenzen zeigen. Ja, aber vielleicht wäre es besser, du kündigst. Was? Ja, das ist ja wohl naheliegend. Oder willst du für so jemanden wie Ilman weiterarbeiten? Ja, natürlich. Sag mal, du weißt doch ganz genau, was der Job für mich bedeutet. Ich soll kündigen, nur weil mein Chef mir schöne Augen macht? Er wollte uns auseinanderbringen. Moment mal, jetzt übertreibst du aber. Lars, ich lass mir von dir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Mann, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Aber so habe ich es verstanden und jetzt will ich auch nicht weiter darüber diskutieren. Ich lass mir von dir nicht meinen Job malig machen. Mach doch, was du willst. Wiedersehen. Oh Mann, so ein Mist. Ach, warte. Ich muss das mit Gefühlen machen. So. Danke, du hast mich gerettet. Noch ein, zwei Seiten und du hast den Trick auch raus. Hm.
Hey, was ist denn jetzt los? Das ist ja Wahnsinn. Das neueste Produkt aus unserem Haus. Eine einmalige Sonderedition. Und die CD zum Kuchen gibt's gratis dazu. Ja, und singen ist gar nicht so einfach. Deshalb steht der Text hinten drauf, nur falls du uns nicht verstehen solltest. Ihr seid so süß. Dankeschön. Schreib mal eine Karte, ja? Mach ich bestimmt. Ich hasse solche Momente. Ich auch. Vor allem, wenn ich so eine gute Mitarbeiterin verliere. Wer soll dich denn jetzt ersetzen? Das geht gar nicht. Aber wenn du trotzdem einen Tipp willst. Ich weiß nicht. Marie, ich habe wirklich viel bei dir gelernt. Verantwortung zu übernehmen, dass ich mich durchsetzen muss. Ja, das wirst du bei Franziska auch brauchen können. Ich vermisse mich jetzt schon. Hey, New York ist nicht aus der Welt. Aber so schrecklich weit weg. Sag mal, was hast du eigentlich nicht mit reingepackt? Du, das ist jetzt eigentlich nur mein Schminkkoffer, ne? Es wird mich nicht wundern, wenn der Flieger nicht abhebt. Franziska? Danke, Felix. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich. Bis du dein erstes eigenes Geld verdienst. Oh. Ja, ich hoffe, das dauert nicht so lang. Danke. Du nimmst das Foto jetzt doch mit? Ja. So ganz ohne geht's dann doch nicht. Papa? Ist mein Vater gar nicht da? Tut mir leid, Franziska. Er hat schon ganz früh das Haus verlassen. Ach so. Vielleicht kommt er ja zum Flughafen. Ja, und wenn nicht, ich kann's nicht ändern. Ich geh schon mal raus. Stimmt also doch. Freu dich. Jetzt hast du freie Bahn. Andi liebt dich. Unter Liebe stelle ich mir was anderes vor. Und vor allem unter Freundschaft. Das wollte ich nicht. Ich habe doch schon dreimal nachgesehen. Ich habe nichts vergessen. Dann guckst du halt ein viertes Mal nach. Tom, du bist verrückt. Ich dachte mir, dass du das bestimmt gut gebrauchen kannst, bis deine Kreditkarte einsatzfähig ist. Es dauert doch ewig, bis ich die alle auseinandergerollt habe. Tja, du hast im Flieger ordentlich was zu tun. Dankeschön. Bis gleich. Manchmal ganz schön verrückte Ideen. Andi, wegen gestern Abend. Vergiss es. Ich will dich aber nicht vergessen. Du bist eine Nervensäge und ein Macho hoch 10. Aber du bist auch mein Freund. Pass auf dich auf, ja? Kommst du nicht mit zum Flughafen? Franzi will mich doch nicht mehr sehen. Das muss ich akzeptieren. Auch wenn es mir schwerfällt. Willst du dich nicht mal verabschieden? Grüß mir die Panamerikaner. Wenn ich sie finde? So, und jetzt schnell raus hier. Damit wieder meine Unordnung in die Bude reinkommt. Tschüss. Ausgezeichnet. Und Sie möchten wirklich nicht? Aber das nächste Mal sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt, ja? Zumal, wenn sich die Sache so gut entwickelt. Ihre Strategie scheint tatsächlich aufzugehen. Frau Nowak schien jedenfalls ziemlich verärgert über ihren Freund. Wenn die beiden schon wegen so einer Lappalie aneinander geraten, dann kann es mit ihrer großen Liebe ja nicht weit her sein. Eifersucht. Hanna wird bald Trost bei Ihnen suchen. Und Lars wird einsehen, dass er sich für die falsche Frau entschieden hat. Kümmern Sie sich weiter um Hanna. Verlassen Sie sich drauf. Sonst kommt sie noch auf falsche Gedanken und versöhnt sich wieder mit Lars.
Das werde ich verhindern. Ich habe Alexa schon 1000 gute Tipps gegeben. Passt auf euch auf. Puh, jetzt beginnt wohl der Ernst des Lebens. Freust du dich? Ja, total. Auch wenn ich euch alle ganz schön vermissen werde, auch wir dich auch. Mach's gut, Maria. Du auch. Und Martin hat heute Morgen wirklich nichts gesagt? Nein, nur, dass er noch was erledigen muss. Tja. Du tanzt sie alle gegen die Wand, ja? Ich werde dich ganz schrecklich vermissen. Ich vermisse dich jetzt schon. Du vergiss mich nicht, hörst du? Papa, schön, dass du es doch noch geschafft hast. Ich halte das Ganze zwar immer noch für eine Schnapsidee, aber... Das hat er zu mir damals auch gesagt, als ich nach New York gegangen bin. Danach hat er mir eine Kreditkarte gegeben. Das ist für den Notfall. Hier, damit du nicht verhungerst. Das macht zusammen mit der von Opa 3. Wir sind echt verrückt. Ach ja, und hier habe ich noch eine Liste mit seriösen Modelagenturen. Damit du in New York nicht an die Falschen gerätst. Danke. Ich hab dich lieb, hörst du? Pass auf dich auf. Franz ist da drüben. Ich wollte zu dir. Achtung, letzter Aufruf für die Passagiere. SL 1936 nach New York. Bitte begeben Sie sich umgehend. Vielleicht verzeihst du mir irgendwann. Bist du soweit? Guten Tag. Ist meine Tochter zu sprechen? Marie ist am Flughafen. Ah. Und darf ich? Sie hat sicher nichts dagegen. Danke. Bitte. Herr Illmann. Ach, Hanna will so schnell wie möglich nach Wien zurück. Das ist interessant. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich hat sie sich wieder so mit Lars gestritten. Dann tun Sie ihr doch den Gefallen und buchen eine Maschine früher. Das heißt, nein, warten Sie. Wenn der Streit eskaliert, dann haben Sie leichteres Spiel mit Hanna. Genau. Herr Illmann, machen Sie Folgendes. Warten Sie!